Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich bin jetzt hier den Hang hinaufgegangen und ich sage es gleich, es kann sein, dass ein starker Gegenwind kommt und dass dann natürlich meine Stimme leider schwer zu hören sein wird. Ich hoffe, dass der Wind auf uns verzichtet. Beim Rekapitulieren geht es worum? Es geht in erster Linie darum, sich an das jeweilige Ereignis, welches vor Tagen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten stattgefunden hat, wieder zu erinnern. Im Erinnern wird die Kraft, je nachdem, wie gut man sich daran erinnert, wieder zurückgeholt. Die Technik beschreibe ich dann im nächsten Teil. Zunächst noch einmal zum Grundsätzlichen. Ab einem gewissen Lebensalter beginnt das Leben mühsam zu werden, weil nichts ist schlimmer als der Mangel von Lebenskraft. Leider haben die meisten Menschen mit ihrer Lebenskraft nicht sehr viel anzufangen gewusst und haben einfach in den Tag hineingelebt. Das ist kein Vorwurf, es ist nur eine faktische Sache. Und je emotionaler wir beteiligt waren, desto mehr Lebensenergie haben wir verloren. Erinnern und marschieren geben einander die Hand. Das heißt, wer jeden Tag ausgedehnte Spaziergänge und Märsche macht, wirbelt seine Energien über die Bewegung der Fußsohlen auf. Und die Schamanen sagen, dass die Erinnerung auf der Rückseite der Beine gespeichert ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da nicht am Weg bin. Aber das macht nichts. Das Rekapitulieren selbst ist ein Vorgang, der lebensbegleitend sein sollte und der am Tag mehrere Stunden durchgeführt werden kann, / sollte.